Bindung passt. Hi Leute, ich bin René von CampingTech und ihr befindet euch hier gerade in der, beziehungsweise jetzt gerade aktuell im Livestream, beziehungsweise oder nachher in der Aufnahme von meinem Wohnwagen oder von meiner Wohnwagenrestauration. Bin hier gerade in meinem alten Tabot Cornett 460 TN und den tue ich eigentlich zum größten Grund auf neu restaurieren. Und ja, es ist einfach wirklich viel zu tun. Es ist seit letzter Woche einiges passiert. Ich habe mir letzte Woche extra Urlaub genommen, dass ich einfach da ein bisschen, sage ich mal, vorankomme. Und ja, das war jetzt, sage ich mal, auch wirklich notwendig an der Stelle, da viel passiert ist. Das ist auch gut, weil ich will ja demnächst, wenn die Corona-Phase wieder rum ist, sage ich mal, oder diverse Einschränkungen aufgehoben sind, dann auch wieder campen gehen können. Und daher habe ich natürlich auch noch ein bisschen was vor mir, aber jetzt letzte Woche ist wirklich viel passiert. Und da wir uns ja im Livestream befinden, rede ich meistens immer am Anfang ein bisschen was, so wie jetzt gerade, was ich nachher wegschneide, einfach um zu gucken, dass auch die Verbindung okay ist und die ist okay, das sieht gut aus. Und deswegen fange ich jetzt einfach nochmal richtig an. Also der Teil wird einfach nachher weggeschnitten und okay, dann auf ein neues. Hi Leute, ich bin René von CampingTech. Ich bin hier im Livestream bzw. nachher in der Aufnahme zu sehen in meinem Wohnwagen. Das ist ein Tabot Cornett 460 TN. Ich restauriere den komplett, also eigentlich fast alles neu. Und letzte Woche ist wirklich viel passiert. Da habe ich nämlich mir extra Urlaub genommen, einfach, dass ich da ein bisschen mit meinem Projekt vorankomme oder mit der Restauration vorankomme. Weil wenn die Corona-Beschränkungen in irgendeiner Form aufgehoben werden, also ich muss sagen, auf dem Campingplatz eine Dusche brauche ich schon. Toilette würde ja gehen, aber Dusche hätte ich schon gerne. Und deswegen ist es der Plan, jetzt einfach da wieder so weit voranzukommen, dass ich auch sagen kann, okay, wenn es losgeht, dann ist der Ulrich, mein Wohnwagen hier, okay. Ja. Oder wieder funktionsfähig. Ich muss natürlich auch noch zum TÜV. Und daher wäre es natürlich dann ganz cool, wenn das jetzt demnächst auch fertig ist. Und wie gesagt, es ist letzte Woche sehr viel passiert. Ich zeige das euch jetzt einfach mal nach und nach. Innen drin ist jetzt noch nicht so viel passiert. Ich schalte gerade mal kurz die Kamera um. So, genau. Die Ecke sieht noch aus wie letztes Mal. Das liegt einfach daran, dass aktuell noch der Schaumstoff fehlt. Weil das wird ja alles hier nachher mit Schaumstoff verkleidet und darauf kommen wir nachher Kunstleder. Aber der Schaumstoff fehlt leider noch, deswegen hat sich jetzt hier nichts getan. Ja. Monitor und so, das geht ja alles, das ist okay. Das Einzige, was jetzt noch passiert ist, ist beim Elektronikboard, sage ich mal. Moment, ich gehe mal kurz ein Stockwerk tiefer. Also das ist jetzt ja gerade eingeschaltet, man sieht auch hier die LED vom Netzteil leuchtet. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist hier ein Lüfter hinzu, also eine Lüfterhalterung zu drucken und den Lüfter hinzubauen, dass einfach nur mal pro forma das Netzteil nochmal separat gekühlt wird. Weil ich vertraue der China Elektronik da jetzt nicht so ganz. Deswegen habe ich gesagt, also gut, da kommt noch ein extra Lüfter hin. Also mein Problem ist nur, der ist ein bisschen laut. Ich weiß nicht, wie arg man den hört. Also, ne? Der ist mir ein bisschen zu laut, vor allem wenn es dann wirklich leise ist, dann hört man den echt. Deswegen, wenn ich auch noch hier zwischendrin, also das ist der 12-Volt-Anschluss, kommt noch also eine Lüftersteuerung, die temperaturabhängig ist, hin. Dass ich einfach sagen kann, okay, hey, wenn es eine bestimmte Temperatur übersteigt, dann geht erst der Lüfter an und sonst ist der aus. Weil im Endeffekt hier sitzt ja der Spannungswandler, sag ich mal, der Leistungstransistor, sieht man es leider nicht im Video, das sitzt auf jeden Fall an dieser Stelle. Deswegen bläst der auch genau dahin, also das, und hier werde ich dann auch nachher dann den Temperatursensor hinbauen. Was noch beim Elektronikboard passiert ist, ich habe jetzt mal so eine Art Frontpanel, sage ich mal, designt und aus dem 3D-Drucker gedruckt. Also wird nachher so sein, dass ich hier den linken Schalter habe. Ist natürlich jetzt noch nichts angeschlossen. Dann sehe ich hier anhand dieser LED, die sich gerade irgendwo befindet, nur nicht mehr an der Stelle, wo sie hätte sein sollen, ob der Strom von der Batterie kommt oder wenn die LED leuchtet, so gesehen vom Netzteil kommt. Also leuchtet die LED nicht, wenn ich das einschalte, dann kommt der Strom von der Batterie. Leuchtet die LED, dann kommt es vom Netzteil. Und natürlich dann hier dieses kleine Voltmeter, wo natürlich auch sich ein Kabel verabschiedet hat. Das ist natürlich sehr toll. Und hier auf der rechten Seite ist nochmal ein Schalter. Das funktioniert jetzt auch schon. Wenn ich hier einschalte, dann leuchtet auch die LED, also als Kontrolllampe oder aus, ne?
schalte ich die ein, wird dieser kleine oder dieses kleine Ladegerät, also es ist ein USB-Ladegerät mit dieser Quick-Charge-Technologie. Das heißt, deswegen hängt er auch direkt an 12 Volt dran, weil der einfach, sagen wir mal, ein Handy oder ein Smartphone, ein Tablet, wenn es diese Quick-Charge-Technologie unterstützt, halt eben teilweise bis zu 50% in 30 Minuten wieder den Akku vollladen kann. Also das ist schon eine sehr geniale Technik. Und wie gesagt, das haben wir komplett selbst designt, selbst gedruckt. Zack, wieder aus. Natürlich auch alles schön abgesichert, jetzt in dem Fall noch nicht die richtige Sicherung drin, ist ja noch aber der Testaufbau. Fehlen eh noch ein paar Sicherungen. Das heißt, ich muss natürlich hier noch für dieses Ladegerät noch eine separate Sicherung hinmachen, die dann auch passt, weil falls da mit der Elektronik was nicht stimmt, soll der Rest geschützt sein. Das Ganze kommt dann nachher, also hier ist ja der alte Platz für die Heizung. Ich nenne es bei mir jetzt immer Keller, dass ich weiß, was ich meine. Da war hier früher der Drehregler für die Heizung. Und das heißt, ich werde dann nachher einfach dann hier so diesen Bereich ein bisschen ausfräsen. Und dann kommt diese Frontplatte, hat ja auch sechs Schraubenlöcher drumherum, kann man es nachher befestigen, kommt dann wie gesagt nachher hier in diesen Bereich. Und dann habe ich dann hier meine kleine Schalttafel. Genau, das ist eigentlich jetzt schon alles, was drin ist oder was es drin ist, Neues gibt. Sonst habe ich nichts getan. Wie gesagt, die nächste Stufe ist halt eben einfach der Schaumstoff vorne. Wenn der kommt, hinmachen, dann das Kunstleder beziehen, dann kann auch die Sitzbank wieder hingeschraubt werden und da geht es dann weiter. Aber dafür fehlt dann noch der Schaumstoff. Das ist ein ganz Problem. Deswegen mache ich, wie gesagt, die Elektronik. Jetzt können wir mal rausgehen. Moment, ich mache mal Rückwärtsgang. Ach, und übrigens, zum Kurbeln rein und raus machen, dieses Teil, das ist einfach eine, keine Ahnung, 17er oder 19er Nuss, die ist an einer sehr langen Stange angeschweißt, ja, irgendwie so. Manche werden es kennen. Ich kann es zwar auch, aber habe nie den Sinn dahinter verstanden. Ne? Das ist einfach, um die Kurbeln rein und raus zu machen. Und das ist sowas, genau, einfach mit dem Akkuschrauber die Stützen rauszudrehen. Das ist verrückt. Und jetzt sind wir nämlich gerade beim Thema Stützen. Jetzt gehe ich nämlich mal hier rum, weil ich versuch's. Weil hinten sind die Stützen dran, die neuen. Also die halten, also eigentlich rein von der Stabilität, was die aushalten, würden diese Stützen eigentlich den kompletten Wohnwagen vom Gewicht halten. Ich glaube, eine hält, glaube ich, bis zu 600 Kilo ab oder kann bis zu 600 Kilo tragen. Seht ihr euch jetzt wieder richtig stabil? Ja, ihr habt es schon gesehen. Ist noch nicht ganz unten, sehe ich gerade. Hier ist Bitumen drauf. Weil ich habe natürlich auch, jetzt lege ich mich hier mal hin. Oh Gott, in den Dreck rein, super. Der komplette Unterboden ist neu abgedichtet. Also einfach komplett mit Unterbodenschutz, Bitumen, komplett alles eingesprüht. Ja, ich weiß, es wackelt gerade, es liegt aber daran, dass ich mich ein bisschen hier verbiegen muss. Also komplett alles eingesprüht. Bevor das alles eingesprüht wurde, Moment, ich kriege mal drunter. Oh mein Gott. Ich schalte euch mal die Kamera kurz um, dann seht ihr nämlich, was ich meine. Also ich hänge jetzt hier gerade wirklich so drunter. Achtung, Moment, wieder umschalten. So, hier vorne, also jetzt genau an der Spitze von meinem Finger, da ist jetzt die neuen Wasserleitungen gelegt, also Abwasser und Frischwasser, weil also das mit dem im Gaskasten vorne, das geht tatsächlich nicht, weil dann Strom und Wasser im gleichen Bereich ist und das geht natürlich nicht logischerweise, also auch nicht bei dem Wohnwagen und auch nicht bei einem alten Wohnwagen. Also das darf nicht zusammen sein, Wasser und Strom. Deswegen ist jetzt der Wasserkanister oder der Frischwassertank in dem Sinne, der kommt dann nachher ins Bad und das Waschbecken. Und da ist dann auch die Zentrale. Deswegen, Moment, ich schalte gerade noch mal kurz um. Also ich versuch's. So, da hinten, jetzt über meinem Finger, das ist der Abwasserschlauch, das läuft dann da hinten zusammen. Da kann man das nämlich nachher einfach dann runterhängen lassen oder an die Kanalisation anschließen oder einen Auffangbehälter nehmen. Also nur runterhängen lassen sollte man es natürlich nicht, das ist klar. Frischwasser kommt dann auch von da hinten dann rüber und dann geht es hier dann nach oben. Also einmal Frischwasser nach oben und einmal Abwasser nach unten, wenn man es so will. Genau. Das war jetzt zum Thema Frischwasser mal alles. Das ist dann auch noch eine Leitung entlang, separat in diesem. Gibt ja diese Verkleidung hier, das ist also der Stromkanal. Und dann läuft da noch so eine Art Klingeldraht, also das ist einfach eine dünne Litze, weil für den Mikroswitch, dass man dann, dass der, also dass die Pumpe weiß oder das Relais weiß, jetzt wurde die Pumpe betätigt, dann schaltet die, oder jetzt wurde der Hahn betätigt, jetzt wird die Pumpe eingeschalten, dass dann auch das Wasser am Wasserhahn rauskommt.
Aber jetzt gehe ich mal hier wieder raus. Oh Gott. Und direkt den Kopf angeschlagen. Wunderbar. Ein Augenblick. Das ist am besten bei dem Thema Livestream, ne? Da macht man alles mit. So. Genau. Ach ja, genau, das kann ich euch aber mal kurz zeigen. Also im Endeffekt, Moment. Wenn ich jetzt hier mal ins Bad gehe, kommt dann hier unten nachher, haben wir dann also einmal hier den Abwasserschlauch vom Waschbecken. Das ist auch ein neuer Schlauch, der kommt dann runter. Und genauso ist natürlich noch kein Wasserhahn da, weil ich habe jetzt noch zwei neue Wasserhähne bestellt. Es ist der Frischwasserschlauch sowie der Klingeldraht. Also das ist ein ganz dünner Draht im Endeffekt, der einfach nur sagt, wenn ich den Wasserhahn drehe, dann schaltet im Endeffekt, hier wird dieser Kontakt verbunden und damit kommt Strom zum Relais und das Relais lässt dann Strom durch und betätigt dann oder steuert dann die Pumpe an, dass die Pumpe dann anläuft. Weil dieser Mikroswitch, so ist der Name, ist nur ein ganz kleiner Schalter innen drin und das Problem ist halt, wenn ich darüber direkt die Pumpe laufen lassen würde, dann wird dann der Schalter vielleicht abrauchen. Somit tue ich einfach mit dem Schalter nur relativ wenig Strom benötigen, um das Relais zu schalten und das Relais gibt dann richtig Strom durch an die Pumpe. Also ist auch schon vorbereitet. Hier liegt auch dann das Stromkabel schon für die Pumpe, das Kabel für den Mikroswitch von drüben. Das wird dann parallel betrieben, weil wenn ich dann nachher hier den einen Wasserhahn anmache oder natürlich, sage ich mal, Moment kurz, den anderen Wasserhahn, der jetzt noch fehlt, dann, egal bei welchem ich betätige, muss nachher die Pumpe anlaufen, beziehungsweise das Relais schalten und dann die Pumpe anlaufen. Aber wie gesagt, das ist kein Problem, ist schon alles da. Ich werde auch nachher noch den Frischwassertank, das ist dieser hier, mit der Pumpe mal reinbauen, weil Platz hat es auf jeden Fall gut. Dann werde ich noch eine Halterung hier an die Seite machen mit einem Zurgurt, beziehungsweise, also der sollte stabiler, dann kommt vielleicht da der Gurt hin an der Stelle, das wird dann hier vermutlich hohl sein, weil das hört sich deutlich, okay, auch schon ein Problem erledigt, kommt auf jeden Fall hinten nachher die Halterung ran. Und dann ist eigentlich das Thema Wasser schon durch, sobald dann natürlich die neuen Hähne da sind. Wenn der Hahn da ist, alles noch den Rest anschließen, Frischwasser, genauso wie in der Küche. Und dann ist das Thema mit dem Frischwasser und Abwasser direkt erledigt. Und ich habe natürlich auch einen Citywasseranschluss dadurch. Das ist dann schon genial. So, jetzt gehen wir aber wieder raus, weil draußen ist nämlich noch mehr passiert. Tada! Ich habe jetzt einen Satz neue Reifen, Transporterreifen. Und das Geile ist, die Radkappen, also da bin ich am meisten stolz drauf, was das nämlich rausgerissen hat. Also wenn man sich mal so die Gesamtoptik anguckt, ne? Das macht schon extrem viel her. Und es waren diese alten Plastikradkappen, so Silber aus dem Baumarkt. Die habe ich dann einfach abgeschliffen, dann lackiert. Und nachdem ich sie lackiert habe, grundiert, nein, andersrum, abgeschliffen, grundiert, dann zweimal ein Buntlack drauf und dann zwei Schichten Klarlack noch oben drauf. Das soll jetzt stabil sein, aber die Krönung ist natürlich das Campingtech-Logo, was nämlich mein Kumpel Thomas Müller vom Designer-Team aus Leonberg, Gruß geht an ihn raus an der Stelle, einfach hier diese Folie geplottet. Also das ist wirklich Folie. Das ist also nicht gesprayt oder wie auch immer. Und das heißt auch dieses Teil in der Mitte und so weiter. Das ist genial einfach nur. So gibt es natürlich diesem Rad eine richtig geile Optik an der Stelle. Ich finde es genial. Und wenn wir mal nach vorne gehen, fangen wir mal kurz vorne oben an. Der Carsten hat ja letztes Mal gesagt, da steht Wasser drin. Also war ein Zuschauer, hat gesagt, da steht Wasser drin. Ich habe jetzt aus einer Gummimatte eine Dichtung geschnitten. Und bis jetzt hält es auch dicht. Also genauso auch an der anderen Seite, ja. Also weiß nicht, wie gut man das sieht. Hier ist auf jeden Fall eine Dichtung dazwischen, dass dann da kein Wasser mehr reinkommen kann. Und jetzt ist es eine saubere Sache. Also danke nochmal für den Hinweis, Carsten. Weil mich hat es dann doch ehrlich wirklich gesagt ein bisschen genervt, dass da so Wasser drin steht. Also das geht nicht. Also Dichtung selber geschnitten. Ja, wenn wir natürlich auch hier vorne sind, die Deichsel, die ist jetzt komplett mit Hammerit gestrichen. Es gibt optisch was her. Also es sieht eigentlich wieder aus wie neu, kann man sagen. Natürlich dann auch der vom Stützrad hier vorne komplett rausgekurbelt und dann die Achse mit Fett eingeschmiert und wieder reingekurbelt. Ja. Dass einfach das jetzt wieder richtig leichtgängig läuft. Und dann hält es auch wieder eine Weile, dann klackert da nichts, geht auch nicht schwergängig, geht leicht, ist auch gleichzeitig dadurch geschützt. Ja, und wie gesagt, die Deichsel jetzt in
Hammerschlag Silber. Ich finde Hammerschlag einfach nur cool, weil das sieht dann immer dann so ein bisschen rustikal aus und passt dann auch zu der Optik dadurch. Was ich noch gemacht habe, ist natürlich dann gleich hier noch die alten Stützen, die noch gut waren vorne. Die haben wir mal kurz ein bisschen beilackiert. Die Kanten hier auch ein bisschen lackiert, dass es dann einfach wieder richtigen Schwarzton ist und nicht irgendwie gammelröschtbraun. Ja, und auch hier die Felge, das, oder ja, wenn man jetzt mal Felge sagt, oder die Radkappe eher, das gibt einfach so eine coole Optik her, das ist verrückt. Das macht so viel aus. Okay, dann gehe ich mal kurz wieder nach vorne. Was haben wir noch? Sonst ist jetzt eigentlich nicht so viel passiert. Also das mit dem Unterboden, den Rädern und so weiter, das hat schon ordentliches an Zeit gekostet. Das war schon einfach nur Wahnsinn. Aber es hat sich gelohnt, weil jetzt ist der komplette Unterboden wieder dicht. Schauen wir mal wieder um. Das komplette Unterboden nämlich auch wieder dicht. Und das war schon auch wichtig, also auch für die Zukunft vor allem, dann, wenn man fährt und dann von unten Wasser ranspritzt und so weiter, dass es einfach da wieder ordentlich zu ist. Und auch dann halt, wenn man noch auf der Autobahn fährt und dann tun irgendwie die Reifen so Steine aufschleudern, die dann gegen den Unterboden knallen. Das heißt, dass das neue Bitumen drauf ist, ist es auch wieder super stabil. Das heißt, da kann der Unterboden, können Steine nicht so viel anhaben. Okay, genau. Schaumstoff fehlt noch leider. Mit der Pumpe ist klar, mit der Elektrik ist klar. Die Dichtungen, ja, das war jetzt eigentlich soweit alles schon, was es jetzt für Neuerungen gibt. Es hat natürlich extrem viel Zeit gekostet, aber gut, war natürlich jetzt notwendig. Weiter geht es danach mit der Elektrik, mit dem Frischwassersystem, mit der Pumpe, dass dann das mal angeschlossen ist und theoretischerweise funktionieren würde, wenn ein Wasserhahn da wäre. Genau. Es kamen noch zwei Fragen per E-Mail rein. Die eine Frage war, was ich denn für den Wohnwagen gezahlt habe, was ich für, also ich habe ihn ja Gebrauch gekauft, aber was ich für an sich für den Wohnwagen selber gezahlt habe, was ich auch bis jetzt schon für Investitionen in die Restauration hatte. Also aktuell bin ich bei einer Gesamtsumme, also der Wohnwagen hat 1,3, also 1.300 € gekostet von privat und Reparaturkosten hatte ich bis jetzt so, ich sage jetzt mal aufgerundet 600 € gehabt. Also das ist wohl bemerkt an der Stoßdämpfer drin für die Deichsel, was allein schon 50 € gekostet hat. Das kostet allein schon 100 € die Reifen. Ja, Reste Holz habe ich viel verwendet, das hat jetzt nicht so viel gekostet. Dann die Lampe hinter mir hat auch um die 30 € gekostet. Also das sind viele kleine Posten, aber in der Summe damit lag mit Unterbodenschutz, mit Zellen, mit jenem, mit Schrauben, mit Klammern und allem drum und dran. Waren es auch mit der Monitorhalterung an der Stelle, die ist da auch mitberechnet. Also bin ich jetzt aktuell gerade bei 1.900 €. Da ist dann der Wohnwagen dabei und alle Restaurationskosten sind mit drin. Klar, Zeit rechnet man nicht, das ist ein Hobby, das macht Spaß. Deswegen darf man die Arbeitszeit an sich eh nicht rechnen bei so einem Projekt. Aber grundsätzlich kosten aktuell, wie gesagt, in der Summe mit allem drum und dran, inklusive Wohnwagen, 1.900 €. Also wenn ich dann mal fertig bin, die Frage ist natürlich, wie ist man, wann ist man fertig? Es gibt ja immer was zum Tun noch. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mal sage, so, jetzt bin ich mal mit den Basisarbeiten fertig, alles, was da noch kommt, ist dann noch just for fun oder on top oder dieses sogenannte nice to have, wie ich es auch in meiner Liste auf meiner Projektseite auf campingtech.de/Ulrich ja aufgeschrieben habe. Ja, deswegen auf jeden Fall, so, wenn es dann komplett fertig ist, dann werde ich auch die komplette Liste veröffentlichen. Und die zweite Frage war noch, weil da hat auch eine Dame sich den gleichen Wohnwagen gekauft, irgendwie aus Holland, ohne Papiere, schon etwas älter, komplett schwierig. Hat mich dann gefragt, ob ich nicht auch, ob ich meine Papiere, so gesagt, also mein Fahrzeug oder Zulassungsbescheinigung Teil 1, Teil 2, natürlich geschwärzt, ihr schicken könnte, dass dann bei ihr mit der Anmeldung und mit der Vollabnahme nachher leichter ist, als auch gerade was dann auch dann die TÜV, was den TÜV angeht. Also ja. Das werde ich dann auch nochmal dann öffentlich machen, zumindest geschwärzt, dass keine persönlichen Daten so gesehen drinstehen. Falls jemand auch das gleiche Problem hat, wird es dann auch noch hier online gestellt. Genau, also wenn ihr auch noch weiterhin Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, könnt hier drunter kommentieren, könnt mir auf Facebook, auf Instagram, es gibt eigentlich genügend Kanäle, wo man mir in irgendeiner Form schreiben kann. Schreibt mir einfach, wenn es Fragen gibt oder Anregungen. Deswegen also auch super nochmal mit dem Tipp vom Carsten zum Beispiel, wo es direkt konstruktiv im Video er gesehen hat, hey, die Umrissleuchten, da steht ja richtig Wasser drin und ja, tatsächlich, ich habe es mir nochmal angeschaut im Video, also 2/3 von dem Gehäuse war wirklich voll mit Wasser und das geht dann einfach nicht, ja. Und deswegen, also danke für solche Tipps oder für irgendwelche Anregungen in der Richtung
Und ja, abonniert den Kanal. Ja, mal lasst am besten noch ein Like bei dem Video da, wenn es euch jetzt gefallen hat. Wenn nicht, ist auch okay, dann schreibt da wenigstens, was los war. Das wäre ganz super. Weil wenn ihr nämlich den Kanal abonniert, dann kriegt ihr nämlich automatisch eine Benachrichtigung, dass ich jetzt wieder online bin. Also grundsätzlich werde ich auch gucken, dass ich weiterhin noch jeden Montag um 19 Uhr live streame. Zumindest mal, bis das Projekt soweit abgeschlossen ist, wenn man das soweit auch sagen kann an der Stelle. Ne? Genau, dann wäre ich jetzt für heute durch. Also wie gesagt, letzte Woche ist viel passiert. Also es ist nicht viel, aber es war sehr zeitaufwendig. Ich hoffe natürlich jetzt auch, dass jetzt demnächst einmal noch der Schaumstoff kommt, dass ich einfach da mal wieder den vorderen Bereich wieder, ich sag mal, etwas wohnlicher gestalten kann. Das sieht nämlich etwas naja aus noch. Dann die Elektrik noch fertig machen. Da werde ich jetzt heute noch ein bisschen was weiter basteln. Draußen mit drunten oder also unten draußen, sage ich mal, bin ich ja eigentlich fertig. Reifen, Stützen, Unterboden neu abgedichtet. Das ist alles komplett fertig. Es fehlt eigentlich jetzt wirklich nur noch der Innenraum, also die Front, sage ich mal, wieder das Bett wiederherstellen. Wasser ist jetzt eigentlich auch schon fertig. Nachher noch die Pumpe anschließen. Das sind einfach nur zwei Kabel, das ist kein Problem. Ja, das war's dann eigentlich. So viel ist es jetzt echt nicht mehr. Muss ja nur noch warten. Ach ja, genau, die Wasserhähne noch, wenn die dann kommen, die noch anschließen. Okay, ja, aber sonst war's es eigentlich. Front, Wasserhähne, ja, bisschen Elektrik noch, gucken, dass das alles passt. Und es war's. Weil Gas geht, habe ich schon alles überprüft. Die Umrisslampen sind schon getauscht, die Ecken sind neu aufgebaut. Das war eigentlich schon verdammt viel jetzt schon in der Stelle, ne? Okay. Dann wird es hoffentlich nicht mehr so lange dauern, weil laut Nachrichten heute Morgen sollte ja, glaube ich, ab Anfang nächsten Monats. Also so nach Pfingsten soll ja dann offiziell, wie sich wieder viel geändert haben. Also man kann jetzt ja schon wieder campen gehen, mit natürlich noch diversen Einschränkungen, wie dass zum Beispiel teilweise auch die Sanitäranlagen noch geschlossen sind. Also da würde ich schon nicht drauf verzichten wollen. Deswegen hoffe ich also, dass wenn dann Anfang nächsten Monats, so nach Pfingsten, dass ich dann eigentlich auch wieder soweit fertig bin, dann nochmal kurz TÜV machen, hoffen, dass es keine Beanstandung gibt. Und dann geht es eigentlich wieder auf den Campingplatz raus. Da folgt nämlich auch schon das nächste Produkttestvideo. Ich habe nämlich einen ganz coolen Grill von Rowi geschickt bekommen. Dann kann ich den endlich testen, weil ich habe gesagt, ich will ihn testen, aber ich teste nur in der Live-Situation. Also live in dem Fall wirklich beim Camping. Wie funktioniert das? Wie geht das? Wie taugt das was? Und ich will jetzt eigentlich mal wieder grillen und dann wäre es natürlich super, wenn wir natürlich am Campingplatz grillen können, weil draußen schmeckt das Essen eh immer besser. Und ja, also ich hoffe, dass ich jetzt dann demnächst mal fertig werde. Ich vermute mal vielleicht noch, wenn jetzt alle Teile da wären, vielleicht noch ein bis maximal 2 Wochen und dann bin ich eigentlich durch. TÜV, wie gesagt, dann noch. Auto muss dann auch noch gleich zum TÜV an der Stelle. Und dann ist das alles wieder aktuell. Genau. Und ja, Elektronik, yay. Nee, also viel ist es echt nicht mehr. Und dann sage ich jetzt mal an der Stelle, ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.